Dann schauen wir mal da rein, wenn der Tavernenbesitzer uns dann reinlässt. Keine wutentbrannten Schreie, kein Schwertgezücke. Gut, sprechen wir mit ihm. Ja, trink ruhig deinen Schnaps aus, ist okay. Ich halte mich da lieber raus. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ja, irgendwie leidet jeder unter dem Reislord. Hm? Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Manche lernen eben gar nichts dazu. Also wenn wir uns irgendwann mit dem Reislord anlegen sollten, dann sollten wir vorher mit diesem Horatio sprechen. Weil alleine könnte das Ganze schwierig werden. Der Reislord war ja dieser glatzköpfige, breitere Typ mit dem Zweihänder, der uns den Schluss gegeben hatte bei dem einen Kampf. Und er hatte mindestens zwei Schläger noch um sich rum. Also so einfach wird das nicht. So. Wie viel Erz haben wir gerade? 500 Erz knapp. Und wir haben immer noch das Kraut zum Verkaufen. Wir könnten theoretisch die 200 Erz dem einen Baal hier geben. Ich meine, er hat uns hier den Auftrag gegeben, hier nimm das Sumpfkraut und verkauf es an wen auch immer du kannst, damit er es nicht machen muss. Und wir haben es gleich nebenan bei Cypher loswerden können. Und er wollte nur die Hälfte von dem Erz haben. Das heißt, es wären 200 Erz Gewinn, nur um kurz mit jemandem zu sprechen. Ja, komm. Geben wir ihm seinen Anteil und dann ist gut. Haben wir statt 400 Erz Profit 200 Erz gemacht, aber ist immer noch okay. Und es ist einer weniger, mit dem wir uns das verscherzen. Es reicht schon, wenn wir das Sumpfkraut verkaufen sollten aus dem Sumpflager. Dann müssen wir uns nicht noch mit jedem einzelnen Mitglied des Sumpflagers anlegen, ja? Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Nicht besonders schlau. Ich halte mich da lieber. Verlass dich auf jemanden. Na, wenn du das sagst. Ich meine, du hättest es einfach nur an irgendeinen verkaufen müssen, dann hättest du 200 Erz mehr in der Tasche. Aber gut. Was haben wir noch alles so zu tun hier? Den Lurker müssen wir erledigen. Lefty war einer der Schläger vom Reislord. Der wird wahrscheinlich immer noch von uns wollen, dass wir das Wasser austragen. Torus Auftrag, den haben wir schon erfüllt. Mordrek ist ja hier geblieben. Die Sumpfkrauternte. Das ist denn die Entscheidung, ob wir das Sumpfkraut wirklich im Sumpflager abgeben oder ob wir es irgendwo verkaufen. Aber dafür müssen wir uns erstmal entscheiden, welches Lager wir wirklich nehmen wollen. Und neue Seelen für die Bruderschaft, das ist Dusty. Dem sollten wir so oder so helfen, weil er will ja aus dem alten Lager weg. Und das ist vollkommen egal, welchem Lager wir uns anschließen, wir helfen ihm hier einfach. Danach das Rezept für die Sekte, das könnten wir Korkalom hatte das. Könnten wir versuchen, ihm zu stehlen. Und wenn es gut läuft, könnten wir immer noch dem Sumpflager beitreten, er darf uns nur nicht erwischen. Die Prüfung des Vertrauens ist Diegos Auftrag in der alten Mine. Das könnten wir auch noch machen. Und die Aufnahme im alten Lager, da müssen wir uns erstmal entscheiden. Also. Oh, und mit Laras natürlich sprechen, weil wir die Aufgaben hier erfüllt haben. Also zumindest ein paar. Wir haben das Kraut verkauft für den einen Ball hier. Und wir haben die Nachricht an Mordrek überbindelt. Was nicht wirklich viel ist, aber ja, das sollten wir demnächst auch noch machen. Aber erstmal zurück ins alte Lager. Sacken wir Dusty ein, laufen mit ihm zurück ins Sumpflager und dann entscheiden wir uns endlich, welchem Lager wir beitreten. Das heißt, wir gehen Schritt für Schritt alle Punkte durch, die dafür und dagegen sprechen und dann geben wir entweder das Kraut ab
oder wir greifen ab, was wir können und verziehen uns aus dem Sumpflager. Also mit greifen uns alles, was wir können, meine ich hauptsächlich auch das Rezept für Dexter im alten Lager. Und vielleicht können wir noch das eine oder andere mitgehen lassen. Vielleicht in der Schmiede die Kisten ausräumen, wenn da welche waren. Oder bei einem der Bals einbrechen. Muss man mal schauen. Obwohl das ziemlich gefährlich werden könnte. Die Templer sehen ja ziemlich garstig aus. Und wenn sie schon arme Novizen tagelang arbeiten, dann will ich nicht wissen, was die mit Verbrechern anstellen in dem Lager. So, hier hatten wir noch ein paar Blutfliegen, ne? Die könnten wir noch mitnehmen. Oh, wir sollten erstmal unser Schwert wieder anlegen. So, schon besser. Es dürfen nur nicht alle auf einmal kommen, weil das sind ein paar viele. Und selbst mit unserer Rüstung würden sie uns irgendwann totpieksen. Du, da siehst gut aus. Wo willst du denn hin? Okay. Diese Fliege wollte ins alte Lager. Ja, genau. Du und nur du wäre ganz toll. Oder höchstens einer deiner Freunde. Oh, oder ist der Lurker da hinten bei dem See? Das könnte ja auch noch zu dem Fluss da gehören, wo der Damm ist. Aber das sollten wir nicht nachts versuchen. Zwei wäre okay, aber die anderen sind auch so ruhig. Ah, okay. So, und euch können wir stürmen. Geronimo. So, kneifen wir die Augen zusammen und gucken, was da hinten ist. Ich sehe nichts Echsenartiges. Na gut. Sammeln wir mal alle Fächer ein. Flügel mal natürlich. Auch wenn wir das Erz so dringend nicht brauchen. Ich meine, wir haben jetzt immer noch 300 Erz. Aber wenn wir wirklich mal eine bessere Waffe finden sollten, wird die bestimmt auch nicht gerade billig sein. So, da war die Brücke, über die wir rüber müssen. Und da unten sind ein paar Kräuter, aber nee. Nachts sollten wir nicht irgendwelche Wege gehen, die wir nicht kennen. Ja, wir sind über die Brücke gelaufen. Mit Mordrek. Und dann kam der eine Jäger, dann der andere Jäger und dann waren wir schon fast beim alten Lager. Oh, und die Truhe haben wir gar nicht ausgeräumt. Wir haben 6 Dietriche. Das müssten wir noch hinbekommen. Also, probieren wir es mit links. Ah, okay. Nochmal links. Okay, nochmal links. Nee. Also, links, links, rechts. Das war's schon. Wow, das hat sich doch mal gelohnt. 46 Erz, Pfeile, Bier ist immer gut und 2 Dietriche. Zumal wir nur einen verbraucht haben. Ab, ja. Und so mitten auf dem Weg? Muss zu irgendeinem Wachposten gehören, der gerade pinkeln ist oder so. Aber wir wollen nicht meckern. Wir laufen einfach weiter, bevor er zurückkommt. So, rechts oder links? Schauen wir hier lang. Ja, das müsste die Hütte sein von dem Jäger aus dem neuen Lager. Ah, hockst du am dunkel und lauersten? Aber wir lassen dich ja schon in Ruhe. Wir nehmen nur ein paar Kräuter mit. Noch irgendwo eine Höhle? Na gut. Ah, hier ist die Höhle. Dann packen wir doch mal unsere Fackel aus. War da noch was drin?
Ja. Schweinerappen. Na, kommt mal her. Wir brauchen Fleisch. Hm. Brauchen wir eigentlich wirklich Fleisch? Nö, nicht wirklich. Wenn wir das Fleisch braten würden, was wir jetzt noch dabei haben, dann wären wir bei über 50 Stück. Das dürfte eine ganze Weile dauern, bis das alles aufgebraucht ist. So, wo ist unsere Fackel gelandet? Hm. Also das Skelett wird dramatisch beleuchtet, aber... Ah, da hinten. Oh. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, ein Trank. Trank ist immer gut. Eine verwitterte Axt. Naja, kann man verkaufen. Und Nachtschatten verkaufen wir auch immer. Da wir ja leider noch nicht rausgefunden haben, wie oder ob man überhaupt Tränke herstellen kann. Weil so ein alchemistisches Gerät, wie der eine Schnapsbrenner da hat, wird nicht so leicht zu ergattern sein. Oder überhaupt benutzen zu dürfen. Korkalom hat ja auch so eins, aber da wird er niemanden ranlassen. Außer wir würden wirklich ein Guru werden oder zumindest ein Baal. Wie die Struktur da genau ist im Sumpflager, wissen wir jetzt übrigens immer noch nicht wirklich. Also es gibt Baals, es gibt Gurus, es gibt Novizen. Novizen, klar, das sind die untersten. Dann gibt es nur irgendwo die Templer zwischendrin. Aber was ist jetzt höher, der Baal oder der Guru? Oh, der Jäger ist abgelenkt. Nehmen wir mal seine Sachen hier mit. Dumm, die dumm. Oh, noch eine Höhle. Hm, komisch. Aber je mehr Höhlen, desto besser. Weil das sind meistens halt die, wie nennt sich das? Lager von den Tieren? Nein, der Bau, genau. Und da schleppen sie alles rein, was sie so finden können. Oh, okay, links war schon mal falsch, rechts auch falsch. Hm. Die Tür sollen wir also noch nicht aufmachen. Oder der Jäger hat einen Schlüssel dafür. Aber nee, es wäre ein bisschen komisch, wenn wir ihn fragen würden. Du hast einen Schlüssel für die Tür da hinten. Wir wollen dich ausrauben. Die Fleischwanzen lassen wir in Ruhe. Es wäre dann doch ein bisschen zu komisch, wenn wir hier neben ihm alle möglichen Dinger töten. Außerdem brauchen wir das Fleisch von denen hier auch nicht mehr wirklich. Wir haben es einmal gebraucht für Snuff, für seine komische Suppe. Aber selbst das Essen, nee, muss nicht sein. Da essen wir lieber das Scavenger-Fleisch und das Fleisch von den Schweineratten. Auch wenn so ein Brot zwischendurch nicht schlecht wäre, weil durchgehend Fleisch, So, also das war jetzt das Lager von dem Jäger aus dem alten Lager. Jetzt müsste eigentlich gleich schon das alte Lager selbst in Sicht kommen. Wenn wir uns nicht verlaufen haben. Ja. Gut, gut. Also, da wäre der Südeingang. Ja, doch. Da Nordeingang. Wo war Dusty? Dusty war bei der Arena. Nee, beim Marktplatz. Na gut, nehmen wir den. Sicher, dass das der Südausgang ist? Oder Nordausgang? Weil da ist das Ork-Gebiet. Nee, da ist der Nordeingang. Wir sind ganz am Anfang hier einmal lang gelaufen. Da hatte uns noch dieser komische Typ verfolgt. Und da sind wir auch in die Richtung von dem Ork-Dingens gegangen. Und wir sind aus dem Nordtor raus. Also müsste hier eigentlich das Nordtor sein. Und da können wir nämlich noch erst mit Torus sprechen, bevor wir das die einsacken. Ah, gucken, was wir dafür kriegen. Wahrscheinlich nur wieder irgendwelche Bonuspunkte bei Diego und nicht eine wirkliche Belohnung. So ist das ja im alten Lager, ne? Eine Hand wäscht die andere. Nicht wirklich, aber Ja, das sind bloß wir. Wir sind keine Gefahr.